Hermann Billung an sich als Herzog in Sachsen hatte eine relativ mächtige Stellung. Es war, wenn man sich vorstellt, gerade im Nordosten des Reiches an der Grenze zum slawischen Gebiet, einerseits natürlich eine Randlage und zum anderen sehr mit sehr viel Potenzial verbunden, weil man hier stark auftreten konnte. Und Billung hat das auch gut genutzt, hat eine Grenzburg errichtet auf dem Lüneburger Kalkberg, direkt eben an der Ilmenau, einem Grenzfluss zwischen dem christlichen und slawischen Gebiet, und ist hier sehr gut tätig geworden, um die städtische oder Handelsentwicklung auch zu fördern. Als Herzog in Sachsen ist eine recht starke Stellung insgesamt, muss man sagen, weil diese Stammesherzogtümer auch in der Zeit noch im Reich durchaus Mitspracherecht hatten, sehr wichtig waren. Und hier ging der Blick nach Norden und nach Osten. Also quellenmäßig können wir die Saline mit einer Urkunde aus dem Jahre 956 belegen. Darin schenkt Otto der Erste dem Michaeliskloster auf dem Kalkberg den Salzzoll aus der Saline. In dieser Urkunde taucht das Wort Saline und Lüneburg auf. Diese Urkunde wird immer auch gerne als die Geburtsurkunde der Stadt verstanden, weil das erste Mal auch der Begriff Lüneburg erscheint. Gerade im 10. Jahrhundert kann man ja von Lüneburg noch nicht unbedingt sprechen. Während hingegen Badovik schon auf eine wahrscheinlich ältere Geschichte zurückblicken kann, ist ja erstmals erwähnt am Ende des 8. Jahrhunderts. Das ist eigentlich zunächst einmal die Siedlung, die offensichtlich über die der Handel läuft ins slawische Gebiet. Das heißt, Badovik war daher erst einmal überhaupt viel wichtiger als Lüneburg. Und wir haben in Badovik haben wir auch eine Ilmenaubrücke und es entsteht sehr früh ein Kollegiatstift. Heute ist das so im Volksmund als der Badoviker Dom benannt, was eigentlich eine Bischofskirche ist. Aber es ist an sich ein Kloster, ein Kollegiatstift, das da an der Stelle gegründet war. Jetzt sieht man die Stadtgeschichte und die Herrschaftsgeschichte eng miteinander verknüpft, weil Heinrich der Löwe seinem König Friedrich I. die Gefolgschaft verweigert. Das ist 1176, geht Friedrich I. nach Italien und Heinrich der Löwe sagt, ohne mich, ich gehe da nicht mit. Das ist ein heutzutage oder auch in den folgenden Jahrhunderten als episch aufgebauschter Konflikt. Friedrich I. letztlich kann sich durchsetzen und schickt Heinrich den Löwen in die Verbannung, ins Exil nach England. Das ist für die Welfen katastrophal, weil die Besitzungen zunächst einmal verloren gehen. Aber letztendlich schafft es Heinrich der Löwe noch einmal zurückzukehren. Und die Geschichte geht, dass auf seinem Weg ins Exil die Badoviker ihm auch die Gefolgschaft aufgekündigt hatten. Das heißt, ihn da nicht geschützt haben sollen. Und so kommt es dann dazu, dass Heinrich 1189 Badovik belagert und tatsächlich dann vollkommen zerstört.
1235 ist Herzog Otto das Kind mit dem Herzogtum belehnt worden und stellt sich mit der Stadt relativ gut und fördert nun Lüneburg recht stark. Wir haben überliefert die Bestätigung des Stadtrechts, das 1247 ausgestellt ist. Dieses Stadtrecht zeigt eigentlich erstmals Lüneburg in städtischer Qualität. Wir haben einen Rat, wir haben Ratsherren, das bedeutet, die Stadt kann in einem begrenzten Maße über ihr Schicksal selber bestimmen, kann Gerichtsverfahren für alltägliche Dinge selbst durchführen, unabhängig vom Landesherrn. Es gibt darüber hinaus einen landesherrlichen Vogt, der die höhere Gerichtsbarkeit dann im Auftrag ausübt. Lüneburg besaß die Saline. Lüneburg konnte also in ein hansisches Handelsnetz Salz einspeisen, und zwar in großen Quantitäten. Nun lag der Kern des hansischen Handels in dem Sprung in den Ostseeraum. Wir haben im 12. Jahrhundert den Sprung deutscher Kaufleute nach Gotland und von dort aus dann weiter an die östliche Ostseeküste. Man spricht von zwei Qualitäten der Hanse. Das eine, was man schon in der Frühzeit findet, ist ein Kaufleutenetzwerk. Das heißt, deutsche Kaufleute zunächst aus Köln, aus dem westfälischen Raum und dann immer weiter aus dem Norden des Reiches schlossen sich zusammen, um gemeinsam im Ausland zu handeln. Wir treffen die Hanse in England, die deutsche Hanse, die Kaufleute von der deutschen Hanse und dann später auch in Skandinavien, wo sie zusammengeschlossen Privilegien erwerben, das heißt Handelsvorrechte, um besser als die Konkurrenz handeln zu können. Niedrigeren Zoll zum Beispiel oder ähnliches, Sicherheit der Person, Rechtssicherheit. Nun, diese Fernkaufleute akkumulieren relativ viel Kapital durch diesen Fernhandel. Also der lokale Krämer, der auf seinem Markt handelt, oder der Bäcker, die haben ein gewisses Einkommen, das aber über ein bestimmtes Niveau nicht hinausgeht. Und dann gibt es eine große Lücke und dann kommen die Fernkaufleute, die einfach durch verschiedene Handelsgeschäfte eine unglaubliche Summe an Geld akkumulieren. Und was machen die, die in der Stadt die Reichen sind? Die greifen sich die Macht. Das heißt, die rücken in den Rat auf und haben da auch das Sagen. So, nun kann man den Rat instrumentalisieren. Und auch das ist in Lüneburg wie auch anderswo geschehen. Denn man kann besser diplomatisch handeln, wenn man eben eine Institution im Rücken hat und als Stadt auftritt und nicht nur als Kaufleutegruppe. Und so finden wir dann Mitte des 14. Jahrhunderts dann erstmals die Hanse als Städtebund. Und Lüneburg ist eigentlich immer mittendrin, ist immer ganz nah dran. Einmal eng an Lübeck geknüpft und dann als im 12. und dann spätestens im 13. Jahrhundert die Ostexpansion aus dem Deutschen Reich weitgehend abgeschlossen war und man Städte lübischen Rechts entlang der Ostseeküste wie eine Perlenschnur aufgereiht findet, da sitzt Lüneburg im Zentrum einer wie eine Perlenschnur aufgereihten Kette an Städten und ist auch im Zentrum der diplomatischen Aktivitäten. Also es wird sich immer eng abgesprochen in den Seestädten, das heißt Hamburg, Lübeck und Lüneburg, die auch ein gemeinsames Hinterland bilden. Das ist für den Verkehr von Lüneburg von besonderem Interesse. Einerseits muss das Salz abgesetzt werden. Das heißt, man verschifft das Salz über die Ilmenau, kommt dann über die Elbe und muss dann über eine Straße das Salz nach Lübeck transportieren. 1398 gelingt es den Lübeckern, einen Kanal zu bauen, den sogenannten Stecknitzkanal. Und der machte es möglich, dass nun von Lüneburg bis nach Lübeck das Salz auf dem Wasserweg transportiert werden konnte und landete in den Lüneburger Salzspeichern direkt unterhalb des Holstentors dann in Lübeck an. Lüneburg erhält am Ende des 14. Jahrhunderts im Zuge der Saate spätestens garantiert, dass sämtliche Waren im Fürstentum, die Richtung Norden auch gehandelt werden, vor allen Dingen das Holz, in Lüneburg
auf dem Markt angeboten werden müssen. Das ist das sogenannte Stapelrecht oder der Stapelzwang. Das heißt, also wer auf der Strecke nach Norden unterwegs ist durch das Fürstentum, muss für eine bestimmte Zeit seine Waren in Lüneburg anbieten. Davon profitiert die Stadt natürlich ebenso wieder durch Zölle. Das ist das Direkte, was man erheben kann. Und durch die Förderung der lokalen Wirtschaft eben natürlich auch. Dadurch ist Lüneburg ein Zentrum der Geldwirtschaft im Fürstentum. Einer der Bürgermeister hat im 15. Jahrhundert gesagt, De Sulte, dat is Lüneburg. Also die Saline ist Lüneburg. Und das ist völlig zutreffend. Von der Saline, von dem, was dort produziert wurde und sehr viel Geld brachte, kam die Macht der Sülfmeister zunächst und die der Stadt. Damit konnte man nämlich Rechte vom Landesherrn erkaufen, die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte. Seit dem 13. Jahrhundert schon. Und der Besitz blieb in den Familien? Der blieb in den Familien. Das Recht auf Pfandpacht ist vererbt worden. Und das ist auch dieses Ausschließungsmerkmal, ist dann auch das Merkmal des Patriziats. Ja. Also eine Art Familienoligarchie. Eigentümer der Saline und der Salzpfannen waren die sogenannten Sülzprälaten, überwiegend kirchlicher Besitz. Klöster, Stifte und Kirchen waren die Pfannbesitzer. Die das Geld machten und reich wurden, waren in erster Linie die sogenannten Sülfmeister. Das waren die Salzpfannpächter. Man musste, um Sülfmeister zu werden in Lüneburg, mindestens die Pacht von 4 Salzpfannen haben, wo man nicht immer sagen muss, das ist jetzt ein Gebäude mit 4 Pfannen, sondern dieser Pfannenbesitz war sehr kleinteilig, es ging bis zu 5/16 und so weiter. Man muss sich das so ähnlich wie beim Aktienbesitz vorstellen. Aber letztendlich war entscheidend, Sülfmeister auf der Saline konnte werden, wer die Pacht von 4 Salzpfannen hatte. Also ein eigentliches Patriziat gibt es erst seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Vorher war das noch nicht das, was wir heute als Patriziat bezeichnen, sondern eine Vorstufe dazu. Patriziat ist auch ein Begriff, der eigentlich nicht ganz zutreffend ist. Politische Führungsschicht würde das besser treffen. Und das Patriziat meint dann noch zusätzlich die Ausschließlichkeit ihrer Stellung in der Stadt. Das Hauptprivileg der sogenannten Patrizier war das alleinige Recht der Salzsiedlung als Pächter der Pfannen in der Saline. Und daraus hat sich ihre politische Macht entwickelt. Nur wer Sülfmeister war, also Pfannenbesitzer, Pfannenpacht in der Pfannenpächter in der Saline war, der war auch berechtigt, in den Rat kooptiert zu werden. Wie viele Familien gab es nochmal? Das ist ganz unterschiedlich. Wenn man alles zusammenzählt, etwa 30. Einige sind dann zwischendurch ausgestorben, dann gab es neue. Also das hat gewechselt. War es auch möglich, dass sie sozusagen geadelt wurden? Sie haben sich adelsgleich verstanden. Das fasst man unter dem Konnubium
mit Adligen zusammen. Das heißt, Patrizier haben Adlige geheiratet. Und damit haben sie den Adelsstand bekommen. Es gibt heute noch eine ehemalige Patrizierfamilie, die geadelt ist oder den Adel in Anspruch genommen hat, nämlich die von Witzendorf. Die gibt es heute noch. Auf der Saline waren 500 Leute beschäftigt. Beschäftigt heißt, sie arbeiteten hier, aber es kamen dann noch Familienangehörigen dazu. Es haben Kinder hier mitgearbeitet, Ehefrauen haben hier noch unterstützend gewirkt. Aber man muss sich auch das Vogelgewerbe in der Stadt mit ansehen, nämlich das Salz musste abtransportiert werden, hier von der Saline. Es wurden also Fuhrleute gebracht, es wurden Schiffe auf der Ilmenau gebraucht, am Kran wurden Tagelöhner gebraucht. Vor allen Dingen mussten für das viele Salzholztonnen gebaut werden. Also auch die Böttchermeister haben an der Saline verdient. Also es gab jede Menge Vogelgewerbe, sodass man sagt, gut 20% der Lüneburger lebten unmittelbar vom Salz. Lüneburg musste sich positionieren, nachdem Herzog Wilhelm 1369 ohne Erben verstorben war. Normalerweise hätte Herzog Magnus von Braunschweig das Fürstentum Lüneburg erben sollen. Der Kaiser jedoch, der meinte, es sei Reichslehen, das nicht ganz ohne Grund, vergab es an seine Verwandten in Sachsen-Wittenberg, die aus der Familie der Askanier. Das führte dazu, dass 1371 in einem Handstreich die welfische Burg auf dem Kalkberg, die einst von Hermann Billung dort errichtet wurde, eingenommen wurde von Lüneburger Bürgern im Verbund mit einigen lokalen Adligen, die relativ mit wenig Mann besetzte Burg wurde ohne Probleme eingenommen über Nacht. Wenige Monate nach Einnahme der Burg war es Herzog Magnus, der nun zurückschlug. In einem Ereignis am 31. Oktober 1371, das bis heute zur Identität Lüneburgs gehört, in der sogenannten Ursula-Nacht, stieg eine herzogliche Truppe über die Stadtmauer und versuchte, in die Stadt einzudringen. Man war relativ vorbereitet innerhalb der Stadt und es gelang im Gewirr der engen Gassen, die herzogliche Truppe zurückzuschlagen. Nun kam es 1388 tatsächlich dazu, dass die welfische Partei sich in der Schlacht bei Winsen gegen die Askanier durchsetzte und nun stand Lüneburg nun wieder den alten Herzögen gegenüber und man musste sich arrangieren, was dann relativ gut im Saate-Vertrag geregelt wurde 1390. Die Welfen waren nun ihrerseits an der Reihe, den Stadtlüneburgern so viele Zugeständnisse zu machen, dass man sich einigen konnte. Dazu gehörten die Verkehrsprivilegien, das Stapelrecht und eben auch das Recht, eine Landwehr zu errichten. Diese Landwehr, dieses Wallgrabensystem, das sich wie ein Ring um die Stadt legte, und zwar in einer Entfernung von 3 bis 4 Kilometern um die Stadt, konnte ja einen herzoglichen Angriff durchaus auch mindestens verlangsamen, wenn nicht sogar abwehren. Dieses Wallgrabensystem war an wenigen Durchlässen durch Türme geschützt und Schlagbäume, sodass sich die Stadt komplett absperren konnte. Einer der bis heute erhaltenen, recht eindrucksvollen Landwehrtürme ist die sogenannte Hasenburg südlich der Stadt. Es finden sich aber auch im Westen Richtung Reppenstedt noch ganz wunderbare Überreste, sehr eindrückliche Überreste der alten Landwehr. Im Laufe des 15. Jahrhunderts
Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte begann man dann auch am östlichen Ilmenauufer eine Landwehr anzulegen, die in einem sehr großen Schwung sehr viel weiter von der Stadt durch das Land pflügte, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man kaufte vom Kloster Lüne Land ab, um darin die Gräben einzupflügen. Das fanden die Herzöge nun nicht mehr ganz so witzig. Sie waren mittlerweile auch in einer stärkeren Stellung. Und die Landwehr, überhaupt das städtische Ausgreifen, städtischer bürgerlicher Landbesitz, der nicht besteuert werden durfte, das Land innerhalb der Landwehr, das praktisch schon komplett städtisch überformt war, das waren städtische Gärten, das waren Äcker in Besitz des Heiligen Geisthospitals, der verschiedenen städtischen Klöster. Das war dem Zugriff der Herzöge weitgehend entzogen. Und das wollten sie wieder haben. So haben wir tatsächlich eine politische Entwicklung, wenngleich keine wirtschaftliche. Lüneburg ging es ja weiterhin relativ gut, und wenn man sich die Bausubstanz anschaut, haben wir auch viele Häuser aus dem 16. Jahrhundert. Das bedeutet, dass der Wohlstand nicht abrupt abgebrochen ist. Das ist ein Element, das sich über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, dann zog. Aber der absolute Glanzpunkt im 15. Jahrhundert, Lüneburgs Quasi-Autonomie, war damit beendet. Man kann eigentlich nur das Verhältnis der Stadt zu den Landesherren beschreiben. Und die Patrizier als politische Führungsmacht haben das Verhältnis der Stadt zum Landesherrn mitbestimmt. Und zwar seit Verleihung des Stadtrechts im Jahre 1247. Das ist ein Privileg vom Landesherrn für die Stadt. Und auf der Basis dieses Stadtrechts hat man dann weitere Privilegien erworben, die immer unabhängiger vom Landesherrn gemacht haben. Man hat sich zum Beispiel an dem Kauf der Münze beteiligt, sodass man also auch Einfluss auf die Münzprägung hatte. Man hat den herzoglichen Vogt, den es ja schon lange gab, schon lange vor dem Stadtrecht, hat man sukzessive aus der städtischen Verwaltung hinaus eskamotiert. Wir haben Mitte des 13. Jahrhunderts die ersten Urkunden, in denen der Vogt keine Rolle mehr spielt. Und seit ungefähr 1400 gibt es überhaupt gar keine Beteiligung des Vogts an der Stadtverwaltung und an der Stadtherrschaft mehr. Dann ist er nur noch Vertreter des Landesherrn, der auf der Burg sitzt. Die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, also die Fürsten von Lüneburg, um den Titel dann genau zu nennen, agierten ebenso. Das heißt, sie mussten repräsentieren als Herzöge, besaßen aber tatsächlich nicht sonderlich viele Barmittel. Sie verfügten nicht über die Münze in der Tasche. Man muss sich das ganz konkret so vorstellen. Und wo kriegt man wirklich die Silbermünzen her, das Geld? Aus der Stadt. Die Kaufleute verfügten über das Geld und sie konnten eben dieses Geld den Herzögen leihen. Sodass die Herzöge sich sukzessive von Mitte des 14. bis ins 16. Jahrhundert bei der Stadt verschuldeten. Und die Stadt, wenn sie als Institution geschlossen agierte, der Rat, konnte eben auch sagen, gut, lieber Herzog, wir leihen dir Geld, wir möchten aber etwas dafür haben. Und so entstand entstand an sich im Lüneburger Umland ein Netz an Burgen, die sich im städtischen Besitz befunden haben. Beispielsweise ganz klein die Fähre in Lüdershausen mit einem kleinen Schloss, dann aber auch Blekede, Harburg, Meusburg, sodass man also im Norden, aber auch bis nach Süden verschiedene Burgen im Besitz hatte. Und zwar als Pfand von den Herzögen. Die Herzöge gaben diese Burgen als Pfand gegen bestimmte Kredite. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war die Stadt tatsächlich auch Inhaber der Hochgerichtsbarkeit hier in Lüneburg. Da hat sie sich also alles zusammengekauft,
was es in diesem Bereich zu kaufen war. Außerdem hat man sich noch Rechte außerhalb der Stadtmauern, Geleitsrechte zum Beispiel, und dass man also auch außerhalb der Stadtmauern, aber innerhalb der Landwehr zum Beispiel Gerichtsrechte hatte. Das alles hat man dem Landesherrn im Laufe der Zeit abgekauft. Am Ende des 14. und gerade in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist Lüneburg richtig im Wachstum und gibt unheimlich viel Geld aus für den Stadtausbau. Das Rathaus, das mittlerweile eines der größten Rathausbaukomplexe im Reich ist, wird beständig ausgebaut. Man baut an der Stadtbefestigung im 15. Jahrhundert, weil man einmal aus repräsentativen Gründen, aber auch hat man Angst vor den Hussiten, die angeblich bis dahin kommen würden. Also man investiert unheimlich viel Geld. Dann ist Lüneburg als Hansestadt eingebunden in die überregionale Diplomatie, richtet Hansetage aus und das kostet alles sehr viel Geld. Der Prälatenkrieg hat damit zu tun gehabt, dass die Stadt sehr viel Schulden angehäuft hat für Befestigungswesen und Ähnliches. Und man hat dann versucht, so ab 1430 die Salineigentümer, und das sind sehr wesentlich geistliche Institutionen gewesen, der reichste Salinanteilseigner war das Kloster St. Michaelis hier, zu einer Steuer zur Abtragung der Schulden zu bewegen. Dagegen haben sich diese Herren heftigst gewehrt. Das ging bis zum Papst und zum Kaiser und hat also zu einer zeitweiligen Reichsacht und einem päpstlichen Bann geführt. Die Stadt war also in sehr übler Verfassung. Der alte Rat ist abgesetzt worden. Es gab diverse Bürgerausschüsse, es gab einen neuen Rat. Da der die Probleme aber auch nicht lösen konnte, hat man den sehr schnell wieder abgeschafft. Und dann hat es also bis in die 60er, 70er Jahre des 15. Jahrhunderts gedauert, bis das Ganze geregelt war. Die Stadt wieder frei vom Bann war, Salineigentümer dann doch etwas beigesteuert haben und auch der Landesherr, der sich da zunächst auf Seiten des neuen Rates eingemischt hatte, sich wieder aus den städtischen Dingen zurückzog. Das war also eine sehr bedrohliche Situation. Und da haben eben auch Handwerker eine Rolle gespielt. Der Bürgermeister zu der Zeit hieß Springingut. Ja, das war einer der Bürgermeister, der hieß Springingut, ja. Und der ist also zu Tode gekommen, weil er gefangen genommen wurde. Er hat sich geweigert, ein Lager zu nehmen und hat sich auch geweigert, sein Vermögen herzugeben. Man hat ja teilweise die alten Ratsherren und die Bürgermeister sozusagen finanziell verantwortlich gemacht und hat auf ihr Vermögen zugegriffen. Dagegen hat er sich gewehrt und hat dann einen nicht sehr erfreulichen Tod erlitten. Das Ganze hatte dann eben die Auswirkung, dass sich nach dem Prälatenkrieg diese politische Führungsschicht endgültig abgeschlossen hat gegen andere Gruppierungen in der Stadt, auch mit der sogenannten Gründung einer Theodori-Gilde. Es gab ja Gilden der Handwerker und nun haben also auch die Patrizier eine eigene Gilde gehabt in der Johanniskirche und damit ihre Besonderheit sozusagen noch einmal betont. Das Bemerkenswerte ist, dass in dieser Zeit etwas so Bedeutendes wie der Fürstensaal gebaut worden ist, gerade in dieser Krisenzeit. Und man hat sich Gedanken gemacht, warum das so ist, warum man also
in so einer schwierigen Zeit ein solches Unternehmen in Angriff nimmt. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass es nun plötzlich sehr viel mehr Leute gab, die im Rathaus Sitzungen abhalten wollten. Ein 60er-Ausschuss, dann den neuen Rat und es war kein Platz da. Und man brauchte also auch Platz für solche neuen Gruppierungen. Und man muss ja auch davon ausgehen, dass der Saal zunächst mal sehr viel schlichter war, als wir ihn heute vor Augen haben. Die Lüneburger Sohlequellen sind nie zutage getreten, sondern es sind unterirdische Quellen gewesen. Das heißt, die Lüneburger mussten sich zu diesen Quellen durchgraben. In Anführungsstrichen war es immer auch ein Bergwerksbetrieb. Man hat also hier sich zu den Quellen durchgegraben. Man hat wie im Bergbau Stollen gegraben. In Lüneburg hießen sie die Faden. Die Fachleute hat man sich da auch aus dem Harzer Bergbaubetrieben geholt. Das waren alles Bergbaufachleute. Hat dann, es waren 6 Hauptquellen, die zusammengefasst in einem Brunnen eingeleitet und aus diesem Brunnen dann nach oben befördert. Anfangs wurde es mit Eimern gemacht. Das waren Eimer, die 149 Liter Sohle fassten. Es war also wirklich eine harte Knochenarbeit. 24 Arbeiter arbeiteten an diesem Brunnen in 2 Schichten. Also, und 1569 hat man dann diesen Ziehbrunnen durch eine Druckpumpe ersetzt. Da wurde dann schon die Arbeit etwas erleichtert. Man konnte da auch schon Arbeitskräfte einsparen. Gut, die Sohle war jetzt an der Erdoberfläche am Brunnen angekommen. Man hat sie dann in ein Rohrsystem geleitet und über Leitungen in die Siedehäuser fließen lassen. Es musste noch mehrmals umgeschichtet werden, damit man auch das Gefälle bis in die Häuser hatte. In den Häusern angekommen, wurde die Sohle wieder in Becken gesammelt und von da aus wurden dann die Siedepfannen befüllt. Es gab 54 Siedehäuser, A4 Pfannen. Die waren 1 Quadratmeter groß, es waren Bleipfannen. Gut 50 Liter wurde in eine Bleipfanne eingeleitet. Nach gut 2 Stunden hatte man ca. 17 Kilo Salz gefunden. Als ein ganz einfaches Prinzip. Was ja auch dann durch die Jahrhunderte bis zur Betriebsschließung genauso fortgeführt wurde. Es hatte sich dann letztendlich nur die Größe der Pfannen geändert. Im 19. Jahrhundert hatte man Pfannen, die waren 40 bis 70 Quadratmeter groß. Im 20. Jahrhundert ab 1925 dann hier Pfannen, allerdings nur noch 6 Pfannen im Siedehaus. Jede Pfanne war 20 Meter lang, 8 Meter breit, also hatte eine Quadratmeterzahl von 160 Quadratmetern. Und letztendlich hat man mit diesen Pfannen auch nicht mehr Salz produzieren können. Also die Ertragsmenge war gleichbleibend der Ertragsmenge im Mittelalter. In besten Zeiten hatte die Saline im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gut 23.000 Tonnen produziert. Das war auch die Menge, die hier kurz vor Betriebsschließung noch erreicht wurde. Man hat natürlich in der Anfangszeit erst einmal die Wälder hier in der unmittelbaren Umgebung gerodet. Man ist dann auch weiter bis in den südlichen Bereich, bis Uelzen gegangen, hat dann versucht, über die Ilmenau Schifffahrt das Holz nach Lüneburg zu bekommen, aber das reichte bei weitem nicht aus. In guten Zeiten, wenn alle 216 Pfannen befeuert wurden, und das ist eine Feuerung, die Tag und Nacht gedauert hat, also die Pfannen waren hier ständig in Betrieb. Man hat sich das Holz dann aus den mecklenburgischen Landen und aus den lauenburgischen Landen geholt. Ja, das ist ist hier Delta, das ist hier die in diesem Sisera Nagel in den Kopf schlägt. Also, Sisera und? Ja, Sisera und die Frau. Ja, Sisera, das ist eine sehr schöne Lüneburger Bibel, die übrigens auch nicht übermäßig häufig ist.
Drei soll es noch geben. Ja, da, also dann muss ich die beruhigen, dass, also ich kenne mehr. Also, wenn ich mehr kenne, dann wird es noch ein paar mehr geben. Nein, also so selten ist sie nicht, aber sie ist relativ selten. Was, jetzt muss man mal ganz vorne gucken, die hatten ein sehr schönes Frontispiz und vor allen Dingen ein schönes Lutherbild gehört da vorne rein. Ah, das hier ist eine Ansicht, ja, das ist die Ansicht von Jerusalem. Ja, Jerusalem. Das ist, und Sie sehen hier diese Ränder, die sind dann eben abgerissen. Aber das ist natürlich, da konnte man dann so gucken, die Passionsgeschichte, den Gang nach. Und so weiter, den konnte man dann nach den Straßen verläufen. Ah ja, da ist er. Toll. Und ist auch das Frontispiz da? Und von wem gestochen? Nee. Warum hat der Luther da auf diesem großen Bild einen Schwan? Ach, natürlich, der gehört da auch hin. Ja. Warum? Ja, warum? Ja, der hat deswegen einen Schwan, weil sich da eine Legende dran anknüpft. An den Hus. Da, die nimmt Bezug auf den Jan Hus. Der Hus war ja 100 Jahre vor 14 ist er verbrannt worden. Und da soll er auf dem Scheiterhaufen, ja, ich muss noch dazu sagen, Husa heißt auf Tschechisch, also auf Deutsch ist tschechisches Wort, heißt die Gans. Die Gans. Und er soll auf dem Scheiterhaufen gesagt haben, heute bratet ihr eine Gans, aber in 100 Jahren wird euch ein Schwan einziehen. Ja. Und nun hat man natürlich, 1415 ist der Hus verbrannt worden und 1517 hat der Luther seine Thesen veröffentlicht. Da hat man das natürlich gesagt, ist ja völlig klar. Und ich weiß nicht, ob die, also dann posthum, ob er das wirklich gesagt hat, der Hus. Aber wenn er es gesagt hat, ist es auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und deswegen finden Sie den Luther oft mit dem Schwan zusammen abgebildet. Auch hier hängt er. Also Sie finden den Luther und Schwan, das nimmt Bezug auf den Hus. Und der Luther hat auch selber stark Bezug auf den Hus genommen. Der hat sich selber sozusagen als eine Erfüllungsgehilfe vom Hus betrachtet. Es ist ein besonders intensiver Abzug. Also es ist ja bei Kupferstichen so, dass sie da gute Abzüge und weniger gute und geradezu schlechte. Ja. Sie sehen hier Lüneburg bei den Sternen. Bei den Sternen 1641. Sternschmiede, das heißt, die ist von Sternchen-Druckerei hier in Lüneburg gedruckt worden. Und von Sternchen Druckerei, die hat sich eigentlich traditionell immer die Sterne genannt. Deswegen rede ich auch oft von den Sternen. Hier steht das auch vorne drin im Titelblatt. Gedruckt natürlich bei Johann und Heinrich Sternen, Buchhändlern daselbst, ne? 1641. Also das hier sind nun alle drei Teile 1641. Gedruckt worden, aber wie gesagt, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, sondern das ist eigentlich die Regel, dass die Einbände dann häufig ein paar Jahre später sind. Und wenn es 46 ist, dann ist es aber sehr kurz dabei. Wir haben 1530 einen Umschwung in der Bevölkerung. Das reformatorische Gedankengut wurde von der Bevölkerung relativ schnell aufgenommen, wohingegen der Rat aus einfach Selbstverständnis und Tradition eher altgläubig geblieben war. Das war für den Rat relativ gefährlich. Wie auch in anderen Städten konnten sie das beobachten, dass wenn sich das Bürgertum oder auch die Bevölkerung gegen den Rat stellte, konnte das relativ schnell brenzlig werden. Nach und nach musste man dann doch nachgeben. Das heißt, man
konzedierte, dass man evangelische Priester einmal zuließ, man richtete Disputationen aus. Vor allen Dingen lief der Konflikt auch zwischen dem Rat und dem Herzog, wenn man sich vorstellt, dass der Herzog die Reformation schließlich als Mittel benutzte, um seine Macht auszuweiten. Überliefert ist der Ausspruch von Ernst dem Bekenner, er würde ein Feuer um die Stadt legen und damit würde er dann den Rat schon ausräuchern. Das heißt nämlich, sukzessive begann er vom Umland her die städtischen, die klösterlichen Güter im Grunde genommen einzuziehen. Das Michaeliskloster flüchtete sich in die Hand des Rates, der Konvent überstellte seine Wertgegenstände dem Rat. Das konnte er mit seinen Äckern halt nicht tun. Das heißt, die wurden schlicht besetzt und dann hatte man die Verfügung darüber verloren. Der Rat gab schließlich nach 1530 und reformierte die städtischen Klöster dahingehend, dass sie eben aufgelöst wurden. Hinter dem Rathaus liegt das Franziskanerkloster St. Marien, das ist heute die Ratsbibliothek. Die Franziskaner mussten die Stadt verlassen. Das war eine relativ klare Ansage. Das Prämonstratenserkloster Heiligenthal innerhalb der Stadtmauern bestand zu dem Zeitpunkt nur noch aus drei Brüdern. Die wurden abgefunden. Man hat sie mit einer Rente abgefunden, sodass da der Betrieb einfach auch aufgelöst wurde. Renitenter waren die Nonnen in Lüne. Die haben sich sehr lange gegen eine Reformation in ihrem Kloster gewehrt. Wie wir heute wissen, eben tatsächlich nicht erfolgreich, weil das Kloster Lüne heute als evangelisches Damenstift weiter besteht. Aber man findet sehr viele schöne Geschichten im Kloster Lüne über Nonnen, die sich dem Gottesdienst verweigert haben, die gegen angesungen haben, die sich vielfach beschwert haben. Letztendlich eben nicht erfolgreich. Der 30-jährige Krieg hatte seine Folgen für die Saline. Der Absatzmarkt war bei weitem nicht mehr so groß, die Straßen waren zerstört, die Handelspartner waren nicht mehr da. Also es hat hier große Probleme gegeben, das Salz zu verkaufen, loszuwerden. Also die ganzen Besitzverhältnisse, die territorialen Verhältnisse hatten sich geändert. Und das wirkte sich natürlich auf die Salzproduktion aus. Und auch zum ersten Mal mussten jetzt am Ende des Dreißigjährigen Krieges andere Kaufleute mit in den Rat aufgenommen werden. Die Bierbrauer-Kaufleute drängten jetzt auch als Ratsherren an die Macht. Und da gab es natürlich auch von der Verfassung, von der Betriebsverfassung hier Probleme. Man muss sich vorstellen, man hat über 1000 Jahre hier den Salzstock ausgelaugt, ausgenutzt. Man hat immer wieder das Salzwasser abgepumpt. Wenn wir in besten Zeiten von 23.000 Tonnen Salz ausgehen, die hier produziert werden, in früheren Zeiten vielleicht lassen sie es 10.000 Tonnen Salz gewesen sein. Aber es ist ja immer eine große Menge Salz, die auf dem Salzstock fehlte. Und dass denn die Erde nachgibt, ist ja eigentlich gut nachvollziehbar. Auf dem gesamten Gelände über dem Salzstock hat sich die Erde gesenkt. Heute, wo der Betrieb hier eingestellt wurde, ist die Senkung fast verschwunden. Also es gibt wenige Senkungserscheinungen noch. Problematisch ist immer die sogenannte Abbruchkante, also der Übergang von Salz in den Gips. Da entstehen immer heute auch noch Salzkavernen, die irgendwann einbrechen und zu den sogenannten Erdfällen führen, die entweder offen zutage treten oder auch mit großen Senkungserscheinungen in den Straßen.
Man hat lange geglaubt, dass zu dem Zeitpunkt, als ein Rat genannt wurde, also 1239, auch ein Rathaus dann vorhanden sein musste. Das ist heute nicht mehr so ganz allgemeine Meinung. Dieser frühe Rat konnte sich auch woanders versammeln, zum Beispiel in den Räumen einer Kirche oder eines Klosters. Das Rathaus ist wohl in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden und an einem Platz, wo möglicherweise schon eine Kapelle vorhanden war, nämlich die Kapelle zum kleinen Heiligen Geist. Und man hat dann Ende des 13. Jahrhunderts diese Kapelle zur Ratskapelle gemacht und hatte damit dann zu Beginn des 14. Jahrhunderts, also um 1330 herum, zumindest zwei Komplexe, nämlich einmal ein Versammlungsraum für den Rat und einmal die Kapelle. Dazu gab es dann ganz unabhängig davon das Gewandhaus, also die Verkaufsstelle für die Gewandschneider, wo die ihre Tuche verkauft haben. Das waren drei Gebäudeteile, die dann im Laufe der Jahrhunderte zusammengewachsen sind. Man hat spätestens zu dem Zeitpunkt, wo eine schriftliche Verwaltung des Rates nachweisbar ist, und wir haben 1278 einen städtischen Schreiber. Vorher hat man die Urkunden vielleicht im Michaeliskloster schreiben lassen. Damals hatte man dann aber einen eigenen Schreiber. Und der war gleichzeitig der Rektor, das heißt der Geistliche an der Heiliggeistkapelle. Und mit dieser schriftlichen Verwaltung brauchte man eben auch Räumlichkeiten, wo die Bediensteten des Rates arbeiten konnten, wo vor allem das Schriftgut, das ja außerordentlich wichtig war, die Privilegien vor allem, sicher aufbewahrt werden konnten. Die Anfangszeit des Rates im 13. Jahrhundert, da wissen wir nicht, wie diese Vertretung zusammengekommen ist. Wir haben die Nennung von Consules ab 1239. Wie diese Consules zusammengekommen sind und wie sie überhaupt zu ihrem Amt gekommen sind, wissen wir nicht. Erst in der Folgezeit ist dann erkennbar, wie der Rat sich ergänzt hat und wie er die Ämter verteilt hat. Es ist ein sogenanntes Kooptationsverfahren. Das heißt, der bestehende Rat aus 12 regierenden Ratsherren mit 2 Bürgermeistern und 12 nicht regierenden, ebenfalls mit 2 Bürgermeistern, hat bei Bedarf, also wenn einer gestorben ist oder sonst wie ausgeschieden, kooptiert aus den Sylphmeistern, also aus einer sehr begrenzten Schicht. Und grundsätzlich war man auf Lebenszeit im Rat und der Rat hat auch die diversen Ämter verteilt, unter sich verteilt. Das ist also im Rat ausgemacht worden, wer etwa die Kämmerei macht und wer Bürgermeister ist und wer sich ums Bauwesen kümmert, wer sich um den Weinkeller kümmert. Und es ist immer eine doppelte Besetzung. Das hat natürlich auch eine gewisse Kontrollfunktion, wenn 2 Leute da sind, Arbeitsverteilung und Kontrolle. Und Die Ratsherren haben im Laufe ihrer Ratskarriere sozusagen ganz unterschiedliche Ämter gehabt. Die konnten also Bauherren sein oder Weideherren und so etwas und konnten es dann auch bis zum Kämmerer und zum Bürgermeister bringen. Die Bürgermeister waren vorher in der Regel nicht anderweitig beschäftigt. Die sind also tatsächlich als Bürgermeister dann schon benannt worden.
Und Bürgermeister war man eben, als Bürgermeister war man für die Außenpolitik zuständig. Das sind die Herren, die dann zu den Hansetagen gefahren sind, in der Regel mit juristischer Begleitung, also mit dem Syndikus oder mit dem Protonotar als Begleiter. Das war ihre Hauptfunktion. Überhaupt die Mode dieser beiden Herren, das ist die Hoftracht dieser Zeit. Das ist also, so trat, konnte auch ein Adliger auftreten. Und die heißen ja dann auch von Töbing und nicht mehr nur Töbing. Also das ist, da kann man auch ihre Stellung ablesen. Denn ein Handwerker hat in der Zeit gewiss anders ausgesehen. Es gab auch Vorschriften zur Kleidung, wer was tragen durfte, dass also Seide und Samt eben nur der obersten Schicht vorbehalten war. Seide und Samt? Ja. Und auch was Schmuck anbelangt zum Beispiel, gab es sehr genaue Vorschriften. Und eine Schmuckform ist eben auch der Bisamapfel. Da glaubte man, sein Duft würde also alle möglichen schlechten Dinge abhalten. Man glaubte ja, dass Krankheiten durch die Luft übertragen würden, weil man eben über die Ansteckungswege keine Vorstellung hatte. Erst mit der Reformationszeit findet sich dann die zweite wichtige und wohlhabende Gruppierung, nämlich die Brauer, als zeitweise Teilnehmer im Rat. Und erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts kommt dann der Umschwung, auch mit dem steigenden Einfluss der Landesherren, dass dann auch Kaufleute und Brauer im Rat sind. Also der normale Schuster oder Bäcker hat nichts im Rat zu suchen gehabt. Der Stadtrat hatte auch eine Gerichtsbarkeit, und zwar als Gesamtrat. Und daneben gab es dann auch noch das Niedergericht, das zunächst ein Vogteigericht war. Also so hat es angefangen. Das war aber schon lange, bevor das Stadtrecht verliehen wurde. Und daraus ist dann im Laufe der Zeit auch ein städtisches Gericht geworden. Man hat also aus dem Rat Richterherren abgeordnet. Und zunächst noch unter dem Vorsitz des Vogtes, dann war der Vogt nur noch Beisitzer und schließlich ist er überhaupt nicht mehr erschienen, sondern die Richterherren waren die alleinigen Urteilsverkünder. Das Gericht tagte nach deutschem Recht, das heißt, das Urteil ist vom sogenannten Umstand, also den männlichen Bürgern, gefunden worden und die Richterherren haben das Urteil gesprochen. Das Niedergericht, das, was Sie heute als Niedergericht kennen, diese laubenartige Gestaltung, ist bis ins 18. Jahrhundert hinein benutzt worden, solange wie ein Gericht da getagt hat. Und das Obergericht, das Ratsgericht, hat im Haus getagt. Musik.
Den Fürstensaal gibt es ab Mitte des 15. Jahrhunderts. Da ist er also begonnen worden. Dann hat man auch schon Malereien aus dieser Zeit, von denen aber heute nur noch ganz traurige Reste vorhanden sind zwischen den Südfenstern des Fürstensaals. Dann hat man also Holzverkleidungen eingebaut. Schon 30 Jahre nachdem diese Wandmalereien entstanden waren, hat man festgestellt, dass die wenig haltbar sind. Farbe auf Backstein ist nicht besonders haltbar. Man hat es ersetzt durch Leinwand und hat das, was man vorher als Programm für die Wandmalereien hatte, auf Leinwand übertragen, sprich die Landesherren, die bis dahin vorhanden waren. Und daher hat eben der Saal heute auch seinen Namen, Fürstensaal. Ansonsten wird er als Danshus bezeichnet, was einen Festsaal meint. Und 1535, im Vorfeld einer geplanten Hansetages in Lüneburg, hat man dann das Ganze noch schon wieder überholt und übermalt und hat also neue Bilder hinzugefügt. Und dazu gehört etwa eine Darstellung der Verleihung des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg an Otto das Kind durch Kaiser Friedrich II., das eben den Blick auf den Ursprung der Landesherrschaft wirft und sozusagen begründet, warum also da so eine Reihe von Fürsten vorhanden ist. Wer war der Maler? Hans Kiltenhoff, 1535. Und bei den weiteren Malereien aus dieser Zeit hat dann wahrscheinlich noch Cortiago sich betätigt. Die einzelnen Hände nachzuweisen ist wegen der vielfachen Überarbeitung eben sehr schwierig. Und die Namen kennt man aus den Kämmereirechnungen, die Gott sei Dank sehr kontinuierlich überliefert sind. Und anhand dieser Kämmereirechnungen kann man eben auch die Tätigkeiten der Maler und Bildhauer aus dieser Zeit feststellen. Daniel Frese hat mit der Gerichtslaube nichts zu tun. Der ist erst für die große Ratsstube dann tätig geworden. Er ist gebürtiger Dithmarscher aus Meldorf, um 1540 etwa geboren, und ist ab 1573 dann in Lüneburg nachweisbar. Nicht nur im Rathaus, er hat offensichtlich auch Privataufträge wahrgenommen. Er war ein bedeutender Kartograf, nicht nur für den Lüneburger Rat, sondern auch zum Beispiel für die Grafen von Rantzau, und hat zu der Familie von Witzendorf, insbesondere zu dem Bürgermeister Heinrich II. Von Witzendorf, Beziehungen gehabt und wohl mit dem zusammen auch das Bildprogramm für die große Ratsstube abgesprochen und ausgemacht. Thank you.
Die Stadt Lüneburg und das angrenzende Bardowick haben eine weltweit einmalige Orgellandschaft. Die älteste Orgel steht im Nikolaihof in Bardowick. Dort befinden sich höchstwahrscheinlich noch Pfeifen aus dem 15. Jahrhundert. Dann gibt es in St. Johannes in Lüneburg eine riesengroße Renaissance-Barockorgel, deren Kern aus dem Jahr 1550 stammt. Im Bardowicker Dom findet sich die Replik einer mitteldeutschen Barockorgel. Wir haben in St. Nikolai Lüneburg eine reinrassige, romantische, große Orgel. Es gibt in St. Johannes einen großen Orgelneubau noch, einer französisch-symphonischen Orgel. Und wir hier in St. Michaelis haben eine Orgel, die man als über viele Jahrhunderte gewachsene historische Universalorgel bezeichnen könnte. Wie kommt das? Warum hat sich diese Kultur, diese Orgelkultur hier so wunderbar ausgebildet? Das sind wahrscheinlich verschiedene glückliche Dinge, die zusammenkommen. Zum einen war Lüneburg zur Zeit, als der norddeutsche Orgelbau seine Hochblüte hatte, eine unglaublich wohlhabende Stadt. Und die Orgeln waren durchaus auch Ausdruck eines bürgerlichen Repräsentationswillens. Das sieht man insbesondere am prachtvollen Gehäuse der Orgel von St. Johannes. Zum anderen liegt es auch daran, dass Lüneburg keine Zerstörung in den Kriegen bekommen hat und dadurch einfach vieles erhalten geblieben ist, was in anderen Städten zerstört worden ist. Unsere Orgel wurde gebaut im Jahr 1708 von Matthias Droper, einem sehr wichtigen Orgelbauer, Schüler von Arp Schnitger, dem bedeutendsten Orgelbauer des norddeutschen Barock. Es ist aber heute keine reine Barockorgel mehr, da sie im Laufe der Jahrhunderte viele Veränderungen erfahren hat. So wurde sie 1873 von der Orgelbaufirma Furtwängler an den damaligen Zeitgeschmack angepasst, wurde fast zu einer romantischen Orgel. 1931 wurde sie erneut verändert, machte einen Schritt zurück Richtung Barockorgel und präsentiert sich heute als eine historisch gewachsene Universalorgel mit einem gewaltigen Spektrum an Klangfarben, was zur Folge hat, dass man sehr viel Orgelmusik auf ihr sehr überzeugend und schön spielen kann. Im Jahr 1700 kam Johann Sebastian Bach nach Lüneburg. Er war sehr früh vollweise geworden, wuchs dann bei seinem älteren Bruder Johann Christoph in Ohrdruf auf. Der konnte sich das Schulgeld nicht mehr leisten und aufgrund verschiedener Verbindungen kam es dann dazu, dass Johann Sebastian Bach die letzten anderthalb Schuljahre in Lüneburg verbrachte, in einer Lateinschule, die zur Michaeliskirche gehörte. Warum ist er gerade nach Lüneburg gekommen? Hier gab es die Möglichkeit für heute, würden wir sagen, musikalisch Hochbegabte zur Schule zu gehen und eine hervorragende Schulausbildung zu genießen, ohne dafür Schulgeld bezahlen zu müssen. Es gab damals die Tradition des sogenannten Umsingens. Dort zogen die Schüler in Gruppen von Haus zu Haus und sangen für die wohlhabenden Patrizier und erhielten von diesen Geld. Das war eine durchaus wichtige Einnahmequelle für die Schüler. Und das taten nicht nur die Schüler von St. Michaelis, sondern auch von der Nachbarkirche St. Johannes. Und da gab es durchaus auch Streitigkeiten, die bis zu Prügeleien führten, weil die attraktivsten und wohlhabenden Bürgerhäuser natürlich von beiden Gruppen besungen werden wollten. Das musste dann der Rat der Stadt Lüneburg regeln und der legte Routen fest, auf welchen Wegen die Schüler unterwegs sein mussten. Er hat höchstwahrscheinlich zahlreiche musikalische Einflüsse hier erhalten, die auch prägend waren für seinen späteren Lebensweg. Zum einen muss man sich erstmal klar machen, dass die Zeit in Lüneburg für ihn sein einziger längerer, wenn man so will, Auslandsaufenthalt außerhalb von Sachsen und Thüringen waren, überhaupt in seinem Leben. Dann hat er mit Sicherheit bei Georg Böhm, dem Organisten von St. Johannes in Lüneburg, Orgelunterricht gehabt. Böhm zählte zu den wichtigsten Vertretern seines Fachs in Norddeutschland. Wir wissen, dass er mindestens eine Fußwanderung nach Hamburg unternommen hat und dort bei Jan Adam Reinken gespielt hat, einem damals auch bedeutenden Organist. Er hat hier in Lüneburg an St. Michaelis einen kleineren Orgelneubau erlebt. Eine kleine Chororgel wurde in der Zeit neu gebaut. Er hatte hier wahrscheinlich Zugriff auf eine der wichtigsten Notenbibliotheken der damaligen Zeit überhaupt, der Chorbibliothek von St. Michaelis, aus der täglich gesungen wurde. Und er ist vermutlich auch mit dem höfischen Leben in Kontakt getreten.
Denn direkt angegliedert an die Michaelisschule gab es die sogenannte Ritterakademie, ein Ausbildungsinstitut für junge Adelige. Und man kann davon ausgehen, dass die Kontakte sehr eng waren und dort Bach sicherlich mit französischer Musik seinerzeit in Berührung gekommen ist. Er hat eine recht bunte Karriere gehabt, sowohl als Organist als auch als Kapellmeister. Die wichtigsten Stationen seines Lebens sind zwei Stationen weltlicher Art. In Weimar und Köthen war er an Fürstenhöfen angestellt und dann natürlich eine lange, lange Zeit als Thomaskantor in Leipzig. Bach hat alle damals vorhandenen musikalischen Gattungen zu einem Höhepunkt geführt, mit einer wichtigen Ausnahme, mit der Ausnahme der Oper. Von ihm ist keine Oper erhalten und wir wissen auch nicht, ob er eine geschrieben hat.